Value Engineering in BIM ist ein Überprüfungsprozess, bei dem ein Bauplan analysiert wird, um Möglichkeiten zu finden, ihn effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Der Wert ist direkt proportional zu dem, was Sie wollen, und umgekehrt proportional zu dem, was Sie bezahlen. Geringere Kosten plus verbesserte Funktion gleich besserer Wert. BIM revolutioniert die Bauindustrie durch seine leistungsstarken 3D-Modellierungsfunktionen. Die meisten Planungsarbeiten werden von mehreren Beratern durchgeführt, die geografisch voneinander getrennt sind. Durch BIM kommen alle Planungselemente an einem Ort zusammen. BIM bietet der AEC-Branche eine Reihe von Vorteilen. Einer der wichtigsten Vorteile ist das Value Engineering oder VE, das nicht die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient. Diese Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen Value Engineering und den verschiedenen Bauphasen. Die frühzeitige Integration von Value Engineering in den Bauprozess führt zu besseren Ergebnissen. Dies liegt daran, dass durch die Vermeidung größerer Änderungen in einer späteren Phase ein höherer Betrag an Einsparungen erzielt werden kann. Wie erleichtert BIM das Value Engineering? Die 3D-Modelle in BIM ermöglichen einen hohen Grad an Visualisierung, der es uns erlaubt, Entwürfe genau zu überprüfen, zu optimieren und Trassen zu verlegen. BIM bietet eine umfassende Sicht auf alle Leistungen zur gleichen Zeit. Unsere erfahrenen Architekten und Ingenieure prüfen die Entwürfe sorgfältig, um eine wertorientierte Analyse durchzuführen. Wir verwenden verschiedene Design- und Analysesoftware sowie hauseigene Softwaremodule, um mehrere Iterationen eines BIM-Modells zu erstellen, um die Kosten zu optimieren und den Wert zu maximieren. Vorteile des Value Engineering. Niedrige Materialkosten. Gemäß der Eingabezeichnung betrug die Länge der Kabelrinne 200 Fuß. Horizontaler Versatz 7 mit 42 Hängerstützen. Nach dem Value Engineering betrug die Kabelrinnenlänge 78 Fuß. Horizontale Versätze 2 Aufhängerstützen 17. Daher haben wir die Materialkosten um 60% pro Etage und die Installationszeit um 60% reduziert. Es handelt sich um ein 18.000 Quadratmeter großes Wohngebäude. Gemäß IFC hatte das Regalsystem 100 Gabelkopfaufhänger und 300 Armaturen. Nach der VE wurden die Rohre geordnet und die Trapezaufhänger durch Gabelkopfaufhänger ersetzt. Dies reduzierte die Anzahl der Aufhänger auf 50 und die der Armaturen auf 150, was zu niedrigen Material- und Installationskosten führte. In diesem Geschäfts- und Wohngebäude betrug die ursprüngliche Rohrlänge des Kühlturms 164 Fuß mit 100 Fittings. Nach dem Value Engineering reduzierten wir die Rohrlänge auf 65 Fuß, die Anzahl der Armaturen auf 50. Dadurch könnten wir 64% der Materialkosten einsparen. Geringe Betriebskosten. Gemäß IFC verfügte der Raum über 20 Leuchten mit einer durchschnittlichen Beleuchtungsstärke von 21,3 Footcandle. Der durchschnittliche Stromverbrauch betrug 500 Watt. Der Standard-Lux-Bereich für diesen Raum liegt zwischen 19 und 28 Footcandle. Nach der VE haben wir die Anzahl der Leuchten auf 16 reduziert, wobei die durchschnittliche Beleuchtungsstärke 19,7 Footcandle beträgt, was innerhalb des Standardbereichs liegt. Dadurch sank der Stromverbrauch auf 375 Watt. Daher haben wir über einen Zeitraum von 10 Jahren etwa $10.512 eingespart, typischerweise für 20 Räume, was einer Reduzierung der Betriebskosten um 20% entspricht. Gemäß der Eingangszeichnung der Kältemaschinenpumpe in diesem mehrstöckigen Gebäude betrug die Leistungsaufnahme 100 kW, was höher als notwendig war. Nach der VE haben wir den Energiebedarf der Kältemaschinenpumpe optimiert und den Stromverbrauch auf 80 kW reduziert. Wenn wir von einem Strompreis von 12 Cent pro Einheit und einer durchschnittlichen Betriebszeit von 6 Stunden pro Tag ausgehen,
belaufen sich die Gesamteinsparungen über einen Zeitraum von 20 Jahren auf $105.120. Diese Grafik zeigt, dass die höhere Systemeffizienz zu geringeren Betriebskosten führt. Geringe Arbeitskosten. Laut ursprünglichem Plan wurde das Schweißen vorgeschlagen, um den Durchgang der horizontalen Bewehrungsstäbe durch den Stahlträger zu erleichtern. Das Schweißen von Elementen an Stahl beeinträchtigt dessen Festigkeit und erhöht die Arbeitskosten. Nach VI wurde der Durchgang der Bewehrungsstäbe durch Bohren von Löchern in den Stahlträger erleichtert, um sicherzustellen, dass die Festigkeit des Stahls nicht beeinträchtigt wurde und gleichzeitig die Arbeitskosten gering zu halten. Einfache Wartung. Inline-Ausrüstung, FPB, wurde gemäß den Planungsunterlagen über der harten Decke platziert, wo wir ein Zugangspanel für die Wartung anbringen müssten. Mit Hilfe von Value Engineering konnten wir das FPB oberhalb der Akustikdecke anordnen, um den Zugang während der Wartung zu erleichtern. Kurze Installationszeit. In diesem Geschäftsgebäude wurde für die Brandschutzrohre das Schweißen empfohlen. Schweißnähte benötigen mehrere Stunden für die Installation und sind wartungsintensiv. Nach der VE schlugen wir gerillte Kupplungen vor, da sie schnell installiert werden können und wartungsarm sind. Dies reduzierte die Gesamtinstallationszeit um 6 Stunden pro Etage, was 60% weniger ist als das Schweißverfahren. Bei Pinnicle ist das Value Engineering in unseren BIM-Prozess integriert und wir führen bei jedem Projekt ein Value Engineering ohne zusätzliche Kosten durch. Seit 30 Jahren bieten wir unzähligen Kunden auf der ganzen Welt Value Engineering Dienstleistungen an. Erhalten Sie eine kostenlose VE-Analyse Ihres BIM-Modells unter pinnicleinfotech.com.